Twitch schlägt mir derzeit Streamerinnen und Clips vor, wo die Damen häufig sehr leicht bekleidet sind. Ich fühle mich in meiner Heterosexualität reduziert. Bashur hat mich angeflüstert, das habe ich gerade gesehen. Auf, Lara, auf! Ja, ja, ich mache ja schon. Aber warum kriegst du so leicht bekleidete Streamerinnen vorgeschlagen? Das verstehe ich nicht. Echt nicht. Hat dich der Algorithmus erwischt? Du sollst doch nicht immer auf die ASMR-Streams klicken, Basti. Du weißt doch, was passiert. Du hast das doch mit den leicht bekleideten, sehr schwitzigen Typen auf YouTube gesehen. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich auch ständig irgendwelche halbnaggischen Mädels vorgeschlagen bekomme? Twitch besteht zu 90% aus leicht bekleideten, halbnaggischen Mädels. Nein, brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ist selten, dass gerade die Mädels bekleidet sind. Ich meine, ich erinnere nur an die, die einen 3-Tages-Bang gekriegt hat. Für einmal voll auf die Glocken gucken. Also nicht mal auf die Glocken, auf die Mandeln. Oh, war das ihr Hund? Ups. Sägeblattwerfer. Ich habe es nochmal mit dem Sägeblattwerfer versucht. Kann hier und da noch etwas ausgebessert werden, aber eigentlich bin ich schon recht zufrieden. Die Ladezeit ist kurz und die Sägen schießen schnell raus. Aber vor allem ist es schwer, daneben zu treffen, was ganz gut ist mit meinen alten Augen. Wenn es mal nur die Glocken gewesen wären. Das war Live-Bio-Unterricht. Sexualkunde-Unterricht nennt man das, nicht nur Bio. Du bist diese Fremde, hä? Es heißt, die Highwaymen sind nicht sehr glücklich über dich. Gut. Höchste Zeit, dass die jungen Leute mal was unternehmen. Ich bin Grace. Und wenn ich nicht blind wäre wie die Nacht, würde ich an deiner Seite kämpfen. Ich habe nicht mehr so viel Dampf wie früher, aber ich packe immer noch gerne mit an. Als mir klar wurde, dass ich nicht mehr so zielen und die Sprecherin kenne ich aus Cyberpunk. Habe ich eine Waffe gebaut, bei okay. der das egal ist. Ist, glaube ich, eine so relativ bekannte Sprecherin, die kommt häufiger mal vor ins Spiel. Wenn ich nicht so bescheiden wäre, würde ich sagen, das ist die beste Waffe in ganz Hope County. Das Problem ist nur, die Highwaymen haben sie mir geklaut und zum alten Bahngelände gebracht. Da horten sie den ganzen Kram, den sie den Leuten hier gestohlen haben. Es wird nicht leicht, aber glaub mir, die Belohnung ist das Risiko wert. Hol dir die Waffe, klau die Vorräte zurück und mähe alle Holbirnen nieder, die sich dir in den Weg stellen. Ich lauf los! Ja, daneben. Grace! Nein! Nicht Grace! Bin verletzt! Ach. Och ja, Grace war ja so eine Heulsuse, ne? Schöner Schuss! Dreh jeden Stein um. Diese lahmen Talfuzzis verstecken ihren Mist einfach allzu gerne in irgendwelchen Ecken. Also nehmt alles auseinander. Vielleicht sind hier Verstecke. Sind irgendwo lose Bretter. Sofort kaputt machen. Ja, ist sicher irgendwas... da ist sicher irgendwas drin. Sicher. Könnte Lara sein mit Just Dance was? Ich kenne die nur aus Filmen. Könnte Lara sein mit Just Dance? Das wäre hier nochmal was gewesen. Leute, da drüben.
Es kommt stark darauf an, was jetzt auf die Frage folgt. Was? Wie kamst du auf Just Dance? Okay, ich fand das die Tage recht lustig. Bin in die Küche gegangen, finde ich im Zimmer gegenüber meinen Mann drehend lachen vor dem, am PC, weil irgend so eine Ische da irgendwie Just Dance macht und hat dabei wohl so schlecht, weil... Oh Gott, er hat nicht Amaranth geguckt, oder? Oh, bitte nicht. Er hat nicht Amaranth geguckt. Neue Bewohner, habt ihr alten Bildschirmleiche getroffen? Die hat sich hier wohl die üble Waffe zusammengezimmert. Keine Ahnung, wie sie das überhaupt hingekriegt hat. Naja, wir haben das Ding gleich rüber geschafft zum Bahngelände. Mickey und Lou werden das Ding lieben. Wir werden aber erstmal hier bleiben und alles durchforsten. Wer weiß, was die hier sonst noch so versteckt hat. Ihr wollt jetzt zocken? Baby? Es ist schlimm! Richtig schlimm! Oh, Grace. Lara horcht auf. Ja, Lara macht aber gleich Feierabend, weil Lara morgen wieder ins Büro muss. Ich komm nicht holen, Arschloch! Ich muss weg. Hallo? Segelblattwerfer. Achso, das haben wir ja schon gelesen. Wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal da. Ist das Stream-Feierabend oder Feierabend? Beides? Den da hinten verschrecke ich nur. Also bei mir heißt das beides. Aber die Frage ist auch, wann wir zu viert mal wieder was machen. Mir gefällt nicht, was ich da sehe. Au. Dumme Schlange. Wenn ich am Morgen denke, bekomme ich gerade Lust, krank zu werden. Oh Mann. Bei mir ist unter der Woche bis Mittwoch jetzt schlecht wegen der Spätschicht. Ich hatte ansonsten überlegt, entweder Freitag oder Samstag. Weil ich den Freitag präferieren würde. Eine Woche nicht da heißt schon Chaos ohne Ende für mich und drei Wochen nicht in der Firma. Ja, bei mir ist der Vorteil, dass eh kaum einer da war. Weil halt Feiertage und so, ne? Ich erwarte nichts außer Dunkelheit! Na, komm schon. Himmel! Highwayman-Notiz. Leute, Meister Zillin hat es selbst gesagt. Er hat diese Werkstatt eingerichtet, um unsere Körper und unseren Geist zu trainieren. Wenn wir als Künstler auch nur halb so gut werden wollen wie er, müssen wir auch so handeln wie er,
ohne Ausflüchte. Also hört auf zu jammern, wie schwer das alles ist und rein in den Vorratsraum. Seid doch einfach dankbar dafür, dass wir alle von ihm lernen dürfen. Tagebuch des Praktikanten. Ich habe mich übel zugerichtet, als ich über den Wagenheber in den ersten Stock hochspringen wollte und ich dachte schon, Meister Sillen würde mich jetzt rausschmeißen. Stattdessen sollte ich den an dem Ventil drehen, welches das Auto hochhebt. Er meinte, nur durch Schmerzen können wir wirklich die Schönheit des Lebens wahrnehmen. So philosophisch. Es hat sich gelohnt, sich die Knochen zu brechen. Ich weiß jetzt, warum er unser Meisterkünstler ist. Notiz des Praktikanten. Hey Leute, irgendwer muss mal oben das Ventil rumdrehen, damit ich in den Vorratsraum komme. Ich habe mir bei dem Versuch, über die Seilrutsche reinzurutschen, beide Schienbeine aufgerissen. Und Meister Sillen meinte, es ist okay, um Hilfe zu bitten. Also denkt ja nicht daran, mich zu verpetzen. Macht ja den Bienenstock nicht kaputt. Entschuldigung, schon passiert. Sieht aus wie eine Art Werkstatt. Was habe ich verpasst? Nicht. Ich glaube, wir wollen allgemein in Atelier passen. Bei der Vorausschaffung ist ihr Talent verschwendet. Ja. Yeah. Today's go. Ja. Und ich weiß, du heißt eigentlich der allerechteste Today's go, aber das ist mir gerade zu lang. War es das hier? Ich glaube ja, ne? Gut, dann gehen wir mal zurück. Schauen mal, ob wir irgendwas ausbauen können. Ich meine ja. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Du gehst schon deinen Weg, Cap. Da bin ich optimistisch. Hallo, Ma'am. Oh, hey. Ich bin der Captain aus dem Club, ne? Das war eben gucken. Okay, oh, 500. Wie viel haben wir? 153.
meine Medikamente darauf, dass Kim hier mal Bürgermeisterin wird. Mhm. Haben wir die Krankenstation ausgebaut? So, die Frage ist jetzt... Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Mhm. Ha. Vielleicht bleibe ich einfach hier. Kann mich nicht erinnern. Ich müsste mir jetzt aber meine eine leise Pistole noch bauen können. Bam. Sehr gut. Habe ich hier noch was? Ja. Na, komm. Und damit ist dann für heute erstmal Schluss.